Nosotros somos de la opinión de que cada uno de ellos es uno de nosotros, uno de hoy. Uno de nosotros, los jóvenes europeos que no creen en los montajes sintéticos como la nación, la raza, las fronteras o las patrias y que luchan por su caída. Uno de nosotros que son capaces de imaginarse una vida mejor lejos de la explotación capitalista y están dispuestos a luchar por ello. Eran uno de hoy y no vamos a olvidar a ninguno. Engañe. Occidente nunca ha vencido al fascismo, tan solo lo ha absorbido o lo ha invisibilizado. Sí, bueno, todos los 11 de noviembre. Immer am 11. November organisieren wir dieses antifaschistische Gedenken, seit sie Carlos Palomino 2007 umbrachten. Es ist nicht so sehr ein Gedenken seiner Person. Natürlich gedenken wir ihm, aber auch allen anderen Gefallenen des Faschismus. Es ist also ein Gedenken an den Antifaschismus per se. Dieses Jahr haben wir Mütter und Väter, Freunde und Genossinnen aus verschiedenen Orten Europas eingeladen, damit sie von ihren Erlebnissen erzählen und nicht allein zurückbleiben. Auch um aufzuzeigen, dass es einen gemeinsamen Gegner gibt und die Ermordeten nicht einfach Pech hatten, sondern aufgrund ihrer antifaschistischen Haltung umgebracht wurden. Am 11. November 2007 wurde der Antifaschist Carlos Palomino in Madrid von einem Faschisten ermordet. Seither finden an seinem Todestag in Madrid jedes Jahr Gedenkveranstaltungen für die zahlreichen Opfer rechter Gewalt weltweit statt. Und seit 2008 gilt der 11. November als internationaler Gedenktag für Opfer faschistischer Gewalt. Zu Carlos' 10. Todestag reisten wir nach Madrid, um uns an den Gedenkaktionen zu beteiligen und Madrider AntifaschistInnen zu interviewen. Im Mai 2018 schlossen wir die Dreharbeiten schließlich ab, und es entstand dieser Film, der ein Beitrag zum Gedenken an unsere gefallenen Genossinnen sein soll. Im Zuge dessen aber auch von Faschismus, Repression und der massenhaften Verletzung von Grundrechten in Spanien erzählt. Carlos war ein 16-jähriger antifaschistischer Jugendlicher, der sich am 11. November 2007 gemeinsam mit einigen anderen Genossinnen und Genossen nach Usera begab. Usera ist ein Viertel von Madrid, in dem viele ImmigrantInnen leben, also vor allem aus China, Südamerika und Afrika. Die Genossen hatten sich gerade gegen eine rassistische Demonstration von der rechtsradikalen Gruppe Democracia Nacional versammelt, als sie in der U-Bahn auf dem Weg dorthin auf Josué Estebanes de la Hija trafen, einen Militär der Königlichen Garde. Und diese Person zog dann ein Messer aus der Hosentasche, als er die Genossinnen sah und zielte direkt auf das Herz von Carlos, während Carlos etwas bezüglich seiner Kleidung anmerkte. Der Täter trug ein T-Shirt der Marke Three Stroke. Das ist eine Nazi-Marke aus der radikalen Rechten. Dadurch fiel er den Antifaschistinnen in der Metro auf. Wir glauben, dass er keine Gewissensbisse hatte, Carlos zu töten. Ningún reparo en matar, en quitar la vida a Carlos. Carlos starb aufgrund der ernsten Stichverletzung im Herz nach wenigen Minuten. Der Mörder wurde wegen eines Delikts auf frischer Tat zu 26 Jahren Haft verurteilt, das erschwerend als Hassdelikt gewertet wurde. In der Verhandlung konnte man nachweisen, dass Carlos ermordet wurde, weil er ein linker Jugendlicher war. Wenn es viele Mobilisierung und viel sozialen Druck gibt, denken die Richter darüber nach, was sie machen. Deshalb ist der soziale Druck sehr wichtig. Im Fall von Carlos Palomino, er ging aufgrund des sozialen Drucks und der Mobilisierung, die es gab, ein gerechtes Urteil.
Die politischen Parteien wollten das gemeinsam mit den Medien als einen Krieg zwischen Banden darstellen, damit die Menschen nicht mit den Betroffenen in Kontakt treten. Sie behaupteten, wenn du nicht auf der einen oder anderen Seite stehst, wird dir nichts passieren. Damit die Leute sich nicht mit Carlos identifizieren, keine Empathie empfinden. Was sie machten, war das Opfer zu kriminalisieren, also das, was die Medien immer machen, sodass die Leute nicht sagen, das könnte mir auch passieren, weil ich Schwarzer, Frau, Schwuler, Antifaschistin bin. Nein, es passierte ihm einfach, weil er Mitglied einer Banda war und das war's für sie. In Bezug auf den Zusammenhang und die Beziehung, die es zwischen den faschistischen Morden oder den rechten Angriffen und den Sicherheitsorganen gibt, haben wir eine Vielzahl von Beispielen, von denen der Fall von Carlos einer der wenigen war, der aufgrund einer guten Medien- und Politkampagne zu einer Verurteilung des Täters führte. Aber wir wissen von vielen anderen Fällen, bei denen genau das nicht passiert ist. Da wäre der Fall von Guillermo Agullo, der 1993 ermordet wurde. Der Mörder war 5 Jahre im Gefängnis und stellte sich danach als Kandidat zu den Wahlen in einem Dorf in Valencia auf. Eine Person also, die ungestraft einen Jugendlichen getötet hat, nur weil er Antifaschist war. Der Mörder konnte sich danach zur Wahl aufstellen lassen. Bezüglich der Angriffe, die es in größerer oder kleinerer Form, insbesondere Ende der 80er und 90er gab, sind die Bases Autonomas zu nennen. Eine sehr gewalttätige Neonazi-Gruppe, die in dieser Zeit im Staat aktiv war. Vor einigen Jahren zum Beispiel erstachen sie einen Jungen in Madrid. Sie stachen ihm ins Gesicht und in die Hände, weil er versuchte, das Messer mit den Händen abzuwehren. Und es gab eine Gerichtsverhandlung, aber der Täter wurde freigesprochen, aus Mangel an Beweisen. Am 13. November 1992 descubrimos una realidad que había permanecido oculta, la de muchas mujeres inmigrantes que empezaban a trabajar en el servicio doméstico en nuestro país. Ese día, 4 encapuchados mataron a tiros a la dominicana Lucrecia Pérez en las ruinas de una discoteca en Madrid. La policía busca intensamente a los autores del asesinato de una joven inmigrante dominicana. Durante toda la mañana, decenas de habitantes de Aravaca, tanto dominicanos como españoles, han pasado por esta plaza para demostrar así su condolencia y su repulsa por el asesinato de Lucrecia Pérez. Mientras tanto, la Guardia Civil continúa investigando. Ein weiteres Beispiel ist das von Lucrecia Pérez, einer Einwanderin. Sie war obdachlos, wurde ermordet von Mitgliedern der radikalen Rechten und es gab keinerlei Konsequenzen. Ein Haufen Organisationen hat diese Taten verurteilt, ohne größeren Erfolg auf der juristischen Ebene. Auf der sozialen Ebene ist es richtig, dass diese Aktionen verurteilt wurden. Es gibt noch ein anderes Beispiel, die Operation Panzer. Sie verhafteten eine rechtsradikale Gruppe in Valencia mit Waffen, Handgranaten, Bazookas, schweren Waffen. Und sie wurden freigesprochen, weil einen Tag vor der Verhandlung die Beweise verloren gingen. Zufälligerweise verschwanden auch die Vernehmungsprotokolle. Die Guardia Civil hatte sie verloren. Aufgrund Mangels an Beweisen wurden sie freigesprochen. Bezüglich der Neonazi-Organisation kann man sagen, dass sie normalerweise Verbindungen zu wichtigen Leuten haben. In der Justiz, in der Polizei, in der Regierung, zu PolitikerInnen und Unternehmern. Wenn sie dann für etwas angezeigt werden, legt man den Fall normalerweise zu den Akten und es kommt nicht zur Verhandlung und manchmal archiviert man das nicht einmal, sondern die Polizei stopft es in eine Schublade und es wird weder bearbeitet noch weitergegeben. Stand, 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 St
Nach dem Spanischen Krieg von 1936 bis 1939 stand Spanien fast 40 Jahre lang unter der faschistischen Herrschaft des Militärs General Francisco Franco. An die Macht gelangte Franco unter anderem mit Hilfe der faschistischen Falange-Bewegung, aus der auch die Blaue Division, die Hitler im Kampf gegen die Sowjetunion unterstützte, ihre Mitglieder rekrutierte. Charakteristisch für die Falangisten war die Uniformierung mit blauen Hemden, woher sich auch der Name Blaue Division ableitete. Der Begriff Franquismus bezieht sich auf die Militärdiktatur, unter der Spanien nahezu 4 Jahrzehnte litt, unter Führung des Generals Franco, mit der anfänglichen Unterstützung des internationalen Faschismus und später mit dem Wohlwollen des Kapitalismus der westlichen Demokratien, Europas und Amerikas. Eine Diktatur, aufgezwungen durch einen gemeinsamen Staatsstreich der Armee, des Klerus, der Kirche, den Anhängern der Monarchie, Konservativen und der reaktionären Kräfte im Namen der Wiederherstellung der traditionellen Werte der Nation, Gott, Vaterland und König. Valores patrios o nacionales. Dios, Patria y Rey. Und aufgezwungen durch einen blutigen Krieg gegen das spanische Volk, das 3 Jahre lang gegen den Faschismus Widerstand leistete. Auch nach dem Krieg kam es zu Racheakten durch das Regime. Diese Zeit hinterließ Zehntausende Verschwundene, Exekutierte, Eingesperrte, Exilierte oder Deportierte. Encerrados, exiliados o deportados. Españoles. Franco ha muerto. Die Herrschaft Francos endete erst mit seinem Tod im Jahre 1975. Der Frankismus wirkt bis heute in die spanischen Institutionen und in die Gesellschaft hinein, wodurch es wenig verwunderlich ist, dass die Behörden die Aufklärung faschistischer Gewalttaten regelmäßig behindern. Als die Macht des Franco-Regimes Mitte der 1970er Jahre zu bröckeln begann, regte sich in der spanischen Bevölkerung vermehrt Widerstand. Während die herrschenden Eliten Spanien lediglich den Anstrich einer Demokratie geben wollten, sehnten sich die Menschen nach einem echten Umbruch und es begann eine unruhige Zeit. Die Zeit nach dem Tod von Franco und der Prozess der Machtübergabe von der Diktatur an die Monarchie wird Transición genannt. Gemeint ist dabei vor allem der Prozess, der notwendig war, um Spanien vollständig in die ökonomischen und militärischen Strukturen des internationalen Kapitalismus einzugliedern. Mit dem Tod Francos setzt eine lediglich oberflächliche Transformation des spanischen faschistischen Regimes ein. Man behauptet, dass man bereits eine Demokratie sei, man arbeitet eine Verfassung aus, man stimmt über diese Verfassung ab. Aber okay, sie installieren ihre Verfassung, man gibt vor, dass man bereits eine Demokratie ist und beginnt mit der Durchführung von Wahlen, da es über 40 Jahre keine Wahlen in diesem Land gab. Votos afirmativos, 425. Votos negativos, 59. Abstenciones, 13. El proyecto de ley ha sido aprobado. Se levanta la sesión. Und dann stellen sich die Parteien auf. Mit dabei die Falangisten, dieselben Faschisten wie immer, aber sie präsentierten sich mit einer anderen Fassade. Wie wir sagen, sie legten das Blauhemd ab und sie gaben vor, dass sie Demokraten seien. Die einzige Partei, die nicht diese aufgesetzte Legalität mit dieser demokratischen Fassade schluckte, das war die kommunistische PCR. Andere linke Parteien, von denen es viele gab, wie die Arbeiterpartei, die Revolutionäre Organisation und so weiter, legalisierten sich. Sie schlüpften, wie wir sagen, durch das Fensterchen der Legalität und gaben dabei ihre Prinzipien auf. Die PCR hat zum Beispiel nie den bewaffneten Kampf aufgegeben. Nicht, dass die Partei ihn betrieben hätte, aber man nahm immer an,
dass der bewaffnete Kampf notwendig ist, um zur richtigen Zeit Revolution zu machen. Klar konnte man die Partei nicht legalisieren und zugleich sagen, dass der bewaffnete Kampf gegen das Regime legitim ist. Es blieb also zum Schluss nur die PCR, die wiederhergestellte kommunistische Partei, als einzige Partei, die in der Transition Widerstand leistete. Außerdem gab es natürlich die baskische Nationale Befreiungsbewegung, die ebenfalls den bewaffneten Kampf führte. Aber die PCR betrieb den bewaffneten Kampf nicht, sondern nur den politischen Kampf und wurde trotzdem konstant mit Repressionen überzogen. Wir waren überzeugt, dass in den entwickelten kapitalistischen Ländern die Partei auf der einen Seite und die bewaffnete Organisation auf der anderen Seite stehen muss und organisatorisch nicht dasselbe sein kann. Die Grapo entstand, als Franco kurz vor seinem Tod 5 Antifaschisten erschießen ließ. Das Letzte, was er tat, war 5 Antifaschisten hinrichten lassen. Der Terror in Spanien war kolossal, aber niemand antwortete, außer der Grapo. Die Schießerei fand am 27. September statt und stieß auf viel Rückhall in Europa. Die Grapo, die bis dahin keiner kannte, exekutierte dann am 1. Oktober 5 Polizisten. Das heißt, 5 Hingerichtete, 5 Polizisten hier in Madrid. Sie sagten, okay, wir bekennen uns dazu, weil wir waren die vom 1. Oktober. Deswegen spricht man von Gruppen des antifaschistischen Widerstands 1. Oktober in Gedenken an dieses Datum. In der Folge kam es zu Repression und Widerstand. Die PCR schaffte es, Massenorganisationen zu begründen, von Studierenden im Kulturbereich. Die Rote Hilfe entstand erneut. Sie existierte zuvor schon im Jahr 1934 und während des Krieges. Wir versuchten, sie als Massenorganisation neu aufzustellen. Sie entwickelte sich einige Jahre, aber die Repression zerschlug sie. Die 70er Jahre markierten das Erwachen einer großen Volksbewegung. Zuerst in den Fabriken, später auf den Straßen. Diese Volksbewegung überschwemmte den Staat mit Fabrikversammlungen, Frauenversammlungen, Nachbarschaftsversammlungen. Versammlungen, an denen Tausende teilnahmen. Diese Bewegung gefährdete die Pläne für Spaniens Zukunft, die innerhalb und außerhalb des Landes gemacht wurden. Und sie wurde nahezu vollständig und systematisch aus der Geschichte des Landes gelöscht. Schlussendlich können wir sagen, dass die Transition ein Pakt ist, den die Eliten geschlossen haben. Und zwar von denen, die die Machtposition im neuen Staat besetzen sollten, um diesen Volksaufstand, der ihre Vorhaben behinderte, mit verschiedenen Mitteln zu neutralisieren und zu domestizieren. Und dafür setzte man alle Aufstandsbekämpfungsmaßnahmen ein, die von Europa und den USA exportiert wurden. Systematische Folter in Kasernen und Polizeistationen, False-Flag-Attentate, Staatsterrorismus, Unterwanderung von Gruppen, die als besonders problematisch oder dissident galten, und eine brutale Repression gegen alle, die die staatlichen Vorhaben gefährdeten. Una brutal represión contra todo aquello que supusiera algún problema para ese devenir. Die gleichen, die dich unter Franco folterten, folterten dich auch danach, bis sie verrentet wurden oder tot waren. Das heißt, mich haben dieselben Polizisten gefoltert, die unter Franco folterten. Also einige waren vorher Phalangisten und danach waren sie bei der Sozialistischen Partei. Aber es waren dieselben. Einige schlugen dich mit den Prinzipien der faschistischen Bewegung im Kopf und andere schlugen dich mit der demokratischen Verfassung im Kopf. Lediglich das änderte sich. Es gab ein Tribunal,
Das war das faschistische Tribunal, dessen Richter Faschisten waren. Faschisten, die dich verurteilten ohne Beweise, und das nannte sich das Tribunal de Orden Publico. Und später wurde es dann Audiencia Nacional genannt. Es war das gleiche Gericht. Mich verurteilten die gleichen Richter wie unter Franco, aber danach haben sie mich im Namen der Demokratie verurteilt. Nur, dass es dann eben Audiencia Nacional hieß. Das heißt, es hat sich nichts außer dem Namen geändert. Die Fassade und die Form, der Hintergrund war immer der gleiche. Wir begannen den Hungerstreik. Wir, die politischen Gefangenen in allen Ländern, in Deutschland, in Italien und so weiter. Die einzige Waffe, die du im Knast hast, bist du selbst. Es ist dein Körper, du hast keine Waffen, also musst du deinen Körper einsetzen. Und der Kampf, der Hungerstreik, zählt dazu. Was der Staat, der Gegner, dann macht, ist, den Hungerstreik als Kampfform zu beenden und dich zum Beispiel zwangs zu ernähren. Es gab einige internationale Protokolle, die das verboten, aber die Staaten machten es ohne Ausnahme. Sie machten das mit den Gefangenen der RAF und mit uns. Er war lang. Nie hätten wir gedacht, dass es so lange dauern würde. Wir waren 14 Monate im Hungerstreik. Wir machten den Hungerstreik, bis es so weit kam, dass wir hätten sterben können. Sie zwangsernährten uns, sie fixierten die Füße, in die Hände injizierten sie uns. Und wenn die Venen brennen, weil sie dir dilettantisch künstlich Nahrung zuführen, setzten sie Magensonden durch die Nase ein. Und wenn es dir dann besser geht und sie es unterbrechen für 15 Tage oder einen Monat, wenn du dann wieder kurz davor bist zu sterben, geht es wieder los. Tatsächlich starb ein Genosse. Anderen ging es psychisch schlecht, andere konnten nicht gehen. Zuletzt beendeten wir den Streik nach 14 Monaten und wir hatten das Ziel nicht erreicht. Wir konnten nicht. Das Einzige, was wir erreichten, war, dass sie uns nicht mehr verprügelten, aber wir erreichten nicht, dass sie uns umgruppierten. Das war ein bestialischer Hungerstreik. Wir sprechen von mehr als 200 Toten zwischen 1975 und 1981. Ermordet bei Demonstrationen, Polizeikontrollen in Kasernen und Polizeistationen oder Opfer des ultrarechten Terrorismus, dessen Strukturen befehligt, versorgt und benutzt wurden von den ersten Regierungen der sogenannten spanischen Demokratie. Auf diesem Blut wurden die Monarchie und die parlamentarische Demokratie dieses Landes errichtet. Al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, el ulls al vent, al vent del món. I tots, tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu, al vent del món. La vida ens dona penes i al naixer és un gran plor. La vida pot ser eixe plor, però nosaltres al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent, al vent del món. Eine Grundvoraussetzung für die Absicherung der Machtübergabe zwischen Diktatur und Monarchie war die Zusicherung von Straflosigkeit für Frankisten und ihre Verbrechen während des Krieges und der Diktatur.
Das wurde durch das Amnestiegesetz realisiert, welches 1976 unterzeichnet wurde. Es garantiert, dass keine zwischen 1936 und 1975 begangene Handlung, die als strafbar oder kriminell gilt, juristisch verfolgt wird. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Regierungspartei, die Partido Popular, durch den frankistischen Minister Manuel Fraga gegründet wurde, mit dem Ziel, den Frankismus im neuen Regime zu repräsentieren. Diese Partei ist nun das allgemeine Sammelbecken für ehemalige Frankisten, heute konvertiert in Liberale oder Kapitalisten. Der angestrebte Wechsel war nur eine Sache der Form und nicht tiefergehend. Polizeiorgane, Armee und Gerichte wurden nicht entfaschisiert und viele der repressiven frankistischen Institutionen haben sich nur mit einem neuen Namen geschmückt, aber dieselben internen Strukturen beibehalten. Mit der Einführung der Monarchie wurden sogar viele der Protagonisten der Repression direkt befördert. De facto hat nach dem Frankismus die Zahl der Gefangenen, der Personen im Polizeigewahrsam und derjenigen, die unter Repressalien litten, außerordentlich zugenommen und das bis zum heutigen Tage. Des Weiteren haben die ehemaligen Ultrarechten, die Protagonisten der extremen Gewalt, des ultrarechten Terrors der 70er und 80er Jahre, Machtpositionen in der Ökonomie und der Kultur eingenommen und dabei ihre Vergangenheit zweckmäßig verheimlicht. Unter ihnen sind aktuelle Präsidenten von Fußballclubs, Schriftsteller, Musiker, Journalisten und einige der wichtigsten Unternehmer des Landes. Ganz offensichtlich gibt es heute eine direkte Verbindung zum Erbe des Frankismus. Wir sprechen davon, dass Franco Juan Carlos I. zu seinem Nachfolger bestimmte, der damals erst 2 Jahre König von Spanien war. Nach Francos Tod wurden handverlesene Gerichte einberufen, die direkt mit seinen Getreuen besetzt wurden. Hombres fieles, por así decirlo. Señores procuradores, desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Y bueno, al final fue una constitución votada. Und na gut, schlussendlich kam eine Verfassung dabei heraus, für die Bürgerinnen stimmten, aus Angst und aufgrund der Repression, die das spanische Volk erdulden musste. Und das führte schließlich dazu, dass die Kinder und Erben des Frankismus weiter in den Strukturen des Staates verblieben. Wir reden hier von der Exekutivgewalt, der Gesetzgebung und der Rechtsprechung. In der Theorie gibt es nach der spanischen Verfassung im spanischen Staat eine Gewaltenteilung zwischen den drei Gewalten. Eine Sache, die so nicht stimmt, weil es schließlich politische Gefangene gab und weiterhin gibt. Ansonsten hängt, wie ich bereits sagte, diese Straflosigkeit bei den Taten der radikalen Rechten offensichtlich und oftmals mit Mitgliedern der Sicherheitsorgane des Staats zusammen. Die Täter sind die Söhne von Richtern, von Politikern der Partido Popular oder der Alianza Nacional. Die Alianza Nacional ist eine Erbin der Partido Popular, eine rechtsradikale Gruppe aus den 70ern. Also offensichtlich ist die Zusammenarbeit zwischen ihnen umfassend. El Ayuntamiento de Quijorna en Madrid y gobernado por el Partido Popular organizó este fin de semana en un colegio público una exposición con motivos franquistas e incluso simbología nazi. Pues la alcaldesa dice que estuvo una hora recorriendo la exposición, pero que a ella no le llamó nada la atención. Dice que es una actividad cultural y que lo único que recuerda haber visto son trajes del ejército y algunos objetos de la Guardia Civil. En cambio, para algunos de los vecinos que visitaron la exposición, la imagen fue completamente diferente. Han denunciado que se trataba de un mercadillo lleno de parafernalia fascista y nazi, que allí se vendían banderas preconstitucionales y esvásticas y que incluso se llegó a regalar a algunos niños calendarios de Franco. Memoriales, monumentos, calles que homenajean a... Denkmäler, Monumente, Straßen, die Frankisten und Faschisten ehren, sind überall. Darin eingeschlossen das Mausoleum des Diktators, das von dem höchsten katholischen Kreuz der Welt geschmückt wird und kilometerweit zu sehen ist. Ein weiteres grundlegendes Erbe des Frankismus sind die Zehntausenden von Kadavern in Massengräbern, die über ganz Spanien verteilt sind und deren Suche systematisch durch die Institutionen behindert wird. Spanien ist das Land mit den zweitmeisten Verschwundenen der Geschichte.
por las instituciones y que convierte además a España en el segundo país del mundo. Und schlussendlich wird jede Form von Verurteilung des Frankismus durch die Institutionen behindert und gleichzeitig jegliche Anerkennung des Antifaschismus verhindert. Y a la par que cualquier reconocimiento del antifascismo se produzca. Somit wird die Idee der zwei Spanien zu etwas Dauerhaftem, das siegreiche Spanien und das besiegte. Zur Frage des Gedenkens. Wir verbrachten viel Zeit damit zu reden, also mit den Opfern des spanischen Bürgerkriegs, mit denen, die nicht berücksichtigt werden. Darüber, wie es passieren konnte, dass zum Ende unseres Bürgerkriegs Ruhm und Ehre für die Sieger geherrscht haben und Verachtung für die Besiegten. Wir glauben, dass das wichtig ist, weil es sich bei ihren Überzeugungen nicht zuletzt um gerechte Ideen handelt, die grundlegend sind für das Zusammenleben der Menschen, die hier leben, in Deutschland, in Italien, in jedem Land. In Alemania, in Italia, in cualquier parte. Desde la guerra civil, pues ha habido una historia de lucha y de resistencia en contra del fascismo, pues muy. Seit dem Bürgerkrieg gibt es eine konstante Geschichte des Kampfes und des Widerstandes gegen den Faschismus. Es gab immer diesen Faden, der die Geschichte der verschiedenen Generationen, die gekämpft haben, verbunden hat. Auch schon vor dem Bürgerkrieg. Pero bueno, ya más encaminado a lo que viene siendo la lucha contra el fascismo. Der Kampf gegen den Faschismus ist auch heute sehr aktuell. Der Umgang mit der Geschichte in diesem Land spielt dabei eine Rolle. Ich meine, dass es immer noch Denkmäler und Straßen gibt, die Menschen gewidmet sind, die für Diktatur und Bürgerkrieg verantwortlich sind. Das ist ein grundlegender Punkt von etwas Vergangenem, was uns auch heute noch betrifft. Die Aktualität, die der Kampf früher hatte, ist dieselbe, die er heute hat, weil der Faschismus ist nun mal das, was er ist, und er ist ein Werkzeug des Kapitalismus, um die Linke zu demobilisieren und verwirrende Botschaften zu senden. Und auch um die Menschen direkt zu konfrontieren, die sich gegen den Status quo auflehnen. Grundsätzlich ist also die Aktualität des Kampfes heute dieselbe wie damals. Denn der Faschismus hat sich nicht geändert. Der Faschismus ändert die Strategie, aber er bleibt derselbe. Die Erinnerung ist notwendig, weil dir bewusst sein muss, auf welcher Seite wer steht. Vor allem, um sie richtig bekämpfen zu können. Weil sie einige Machtmittel haben, eine Reihe von Vorteilen, von Privilegien, die wir nicht haben. Und sei es nur aufgrund der Tatsache, wo wir geboren wurden, aufgrund dessen, dass wir Frauen, dass wir Arme, dass wir Antifaschisten sind letzten Endes. Menschen und Grundrechte werden nicht respektiert. Diese Tatsache wird in letzter Zeit bei der migrantischen Bevölkerung sehr deutlich. Migrantinnen werden ständig auf den Straßen identifiziert, inhaftiert und ins Gefängnis gebracht. Ihnen wird über Jahre hinweg die Aufenthaltserlaubnis verweigert. Das Recht auf Wohnen wird ebenfalls nicht respektiert. Tatsächlich gibt es in diesem Land täglich Räumungen. Menschen werden rausgeworfen und der Straße überlassen. Dadurch werden auch Grund- sowie Kinderrechte nicht respektiert. Der Innenminister von Spanien und die Polizei verfolgen den Widerstand, vor allem Verbindungen und Kollektive, die keine legale Repräsentation in den Parlamenten haben, wie die antifaschistischen Gruppen, Anarchistinnen, UnabhängigkeitskämpferInnen, Kommunisten. Sie sind auf schwarzen Listen und es werden Durchsuchungsaktionen in ihren Wohnungen, ihren Arbeits- und Studienplätzen durchgeführt. Als sie uns im Jahr 2002 festnahmen, als die Guardia Civil ins Haus kam, nahmen sie die CDs von Banda Bassotti mit, weil das ja eine Banda war und die Bandas sind Terroristen. Das ist spanische Politik. Banda, bewaffnet, Terrorist. Armada, Terrorista. Rosa di violenza, bisogna piangere i sogni per capire che l'ultima giustizia.
Cuando estalló la crisis en el año 2008, 2009, in der Krisenzeit von 2008 bis 2010 stieg die soziale Unzufriedenheit und daher gab es mehr sozialen Protest. Viel mehr Personen gingen organisiert demonstrieren. Die Antwort des Staates war immer Repression, um die Organisierung und den sozialen Protest zu unterbinden. In Spanien haben wir ein sehr hartes Strafgesetz, das ständig verschärft wird. Die letzten Reformen waren das Gesetz gegen den dschihadistischen Terrorismus und das Maulkorbgesetz. Darin verschärfte man die Strafen für die Teilnahme an sozialen Protesten und ihre Organisation. Die Auswirkungen sind deutlich. Immer mehr Menschen werden unterdrückt und warten auf ihren Prozess. Es wirkt, als gäbe es Wettbewerbe um die Höhe der Haftstrafen. Wir befinden uns heute in einer Situation, in der es von Gerichten als Verherrlichung des Terrorismus angesehen wird, in einem Tweet zu schreiben, dass die Mitglieder des spanischen Königshauses Diebe sind oder die Monarchie zu kritisieren. Das ist ziemlich gravierend, weil es dabei um hohe Strafandrohungen geht und Menschen Haftstrafen bekommen, wie es im Fall des Rappers Valtonyc passiert ist. Der mallorquinische Rapper Valtonyc wurde 2018 von der spanischen Justiz zu 3 Jahren und 6 Monaten Gefängnis verurteilt. Verhandelt wurde der Fall vor einem der höchsten Gerichte Spaniens, der Audiencia Nacional, das mit der Verfolgung schwerer Straftaten und von Terrorismusdelikten betraut ist. Als Anlass wurden regierungskritische Texte und Liedzeilen Valtonycs herangezogen, in denen er unter anderem Mitgliedern des spanischen Königshauses, den Bourbonen, einen Job bei Burger King wünscht oder dem ehemaligen spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy ironisch die Worte in den Mund legt: Ich möchte den Spaniern eine Nachricht der Hoffnung übermitteln. ETA ist eine große Nation. Grundlage für die Verurteilung war ein umstrittenes Gesetz mit dem zynischen Titel Gesetz zur Sicherheit der Bürger. Kurz bevor er seine Haft antreten sollte, floh Valtonyc ins Exil nach Belgien. Es handelt sich nicht um einen Einzelfall. Nur kurze Zeit später wurde der katalanische Musiker Pablo Hasél aus ähnlich absurden Gründen für seine Kunst und seine Kritik zu einer Haftstrafe verurteilt. Seit 2011 bis heute sind wir eindeutig in einer Situation der verstärkten und breiteren Repression und erleben eine immer härtere Auslegung und Umsetzung der Gesetze. In den Prozessen müssen die Angeklagten zeigen, dass sie unschuldig sind, weil die Unschuldsvermutung hier nicht gilt. Die Medien berichten über uns Menschen, die in den sozialen Bewegungen organisiert sind, direkt als Schuldige, ohne die Unschuldsvermutung zu respektieren. Wir befinden uns in einer Situation, der wir schutzlos ausgeliefert sind. Der Rechtsstaat ist nicht gleich für alle. Die faschistischen und neonazistischen Bewegungen greifen immer wieder Menschen an und lösen öffentliche Unruhen aus. Vor allem seit dem Aufkommen der Unabhängigkeitsbestrebungen verstärken und häufen sich neonazistische und faschistische Aggressionen. Die Angreifer werden jedoch nicht verhaftet und haben in den meisten Fällen keine Anklage zu erwarten, die ihre Freiheit beschränken könnte. Es gibt eine Doppelmoral. Einerseits gibt es Straffreiheit sowohl für die Polizei als auch für die faschistischen Bewegungen und andererseits mangelt es an Freiheit und Rechten. Ein Rechtsstaat, der nicht so funktioniert, wie es in einem demokratischen Staat sein sollte. Como debería funcionar en un Estado democrático.
basta de represión. Fascistas, sigue la revolución. Firmes como presos en prisión. Por eso el Estado debe esta canción. Grita. Fascistas, sigue la revolución. Firmes. Grita. Basta de represión. Fascistas, sigue la revolución. Firmes como presos en prisión. Por eso el Estado teme esta canción. Me estoy acordando ahora de... Ich erinnere mich da an die Ausstellung von Santiago Sierra zu den politischen Gefangenen im Rahmen der internationalen Kunstausstellung Arco in Madrid. Die Bilder hingen schon in der Ausstellung. Es handelte sich um Fotos, die die Fälle von 74 in den letzten 20 Jahren inhaftierten Menschen erklärten. Der Künstler wollte damit zeigen, dass es politische Gefangene gibt. In Spanien gibt es Menschen, die wegen ihres Gewissens und ihrer Überzeugung eingesperrt sind. UmweltschützerInnen, AntifaschistInnen, AnarchistInnen, KommunistInnen. Die Bilder wurden abgenommen, als der König die Ausstellung besucht hat. Die Ausstellung wurde für ihn zensiert. In Spanien gibt es keine Gerechtigkeit, es gibt keine Demokratie und es gibt keinen Rechtsstaat. Und dann ist da natürlich das Vorgehen gegen die katalanische Regierung für das Aufstellen von Urnen, um ein Referendum zur Unabhängigkeit durchzuführen. Auch hier sind die Verantwortlichen im Knast und werden des Terrorismus bezichtigt. Die Gesetzesverschärfungen und Repressalien der spanischen Institutionen und Behörden werden zur Demobilisierung und Zerschlagung emanzipatorischer und antikapitalistischer Massenproteste eingesetzt. So will der Staat fortschrittliche Ansätze und Freiheitskämpfe, die als systemgefährdend eingestuft werden, im Keim ersticken. In Spanien, wie in vielen anderen Teilen der Welt auch, lässt sich beobachten, dass die Herrschenden in Zeiten der kapitalistischen Krise das wankende System mit immer drastischeren Maßnahmen gegen die eigene Bevölkerung zu verteidigen versuchen. Gravierend kommt in Spanien hinzu, dass die Ausweitung der staatlichen Repression direkt an frankistische Unterdrückungsmaßnahmen anknüpft. Von einer erfolgreichen Demokratisierung Spaniens kann daher keine Rede sein. Das wird auch am Beispiel Katalonien deutlich. Es ist ein Kampf, der bereits seit vielen Jahren währt. Der spanische Staat wandte sogar Gesetze an, wie den Artikel zur Auflösung der Regionalregierung. Die Menschen werden inhaftiert oder müssen ins Exil gehen, wie es auch Valtònyc getan hat, um dem Gefängnis zu entgehen. Viele Verfolgte des spanischen Staates sind in letzter Zeit ins Exil gegangen, damit in Europa und auf der ganzen Welt bekannt wird, was in diesem Land geschieht. Das Problem ist, dass das Regime erprobt ist und Parteien wie die Partido Socialista Obrero Español, Ciudadanos, die Partido Popular und die Baskische Nationalpartei es unmöglich machen, die Gesetze zu kippen. Aus einer parlamentarischen Struktur heraus ist es sehr schwierig, all diese Gesetze, die die grundlegenden Menschenrechte verletzen, zu brechen und aufzuheben. El Puigdemont. El Puyi. Y
con respecto al tema de Cataluña. Das Thema Katalonien wurde offensichtlich von der Regierung zu ihrem Interesse genutzt. Es lag in ihrem Interesse, dass es einen Aufschwung des Gefühls patriotischer Einheit in Spanien gibt. Egal, welche Folgen das hat. Das nutzen sie gerne, zum Beispiel im Fußball mit dem spanischen Nationalteam. Das sind Momente, in denen sie dieses spanisch-patriotische Gefühl nutzen, um ihre Probleme zu verdecken, ihre Korruption, ihre schmutzigen Geschäfte. Es hat ihnen gut gepasst, um den Konflikt in Katalonien zu bekämpfen, als sie merkten, dass sie die politische Deutungshoheit verlieren. Sie haben wieder diese billige List des patriotischen Gefühls angewandt, mit der man hier in Spanien viele Menschen erreichen kann. Das nutzte auch die radikale Rechte, um eine Offensive zu starten, auf die Straße zu gehen und Demonstrationen abzuhalten. So nutzte die Neonazi-Gruppe Hogar Social Madrid, die sich vor allem dem Verteilen von Essen nur an Spanier widmet, diese, wie ich gern sage, Einhelligkeit, um die spanische Bevölkerung, die Unterklasse, für sich zu gewinnen. Sie nennen sich nicht Faschisten oder Nationalrevolutionäre. Sie behaupten, sie seien lediglich Spanier. Wozu? Damit die Bevölkerung, die den Rechtsradikalismus ablehnt, ihn nicht so sieht, ihn sanfter, mit einem freundlichen Gesicht, einem kooperativeren Gesicht sieht und mit dem rechten Diskurs sympathisiert. Wir nennen sie gerne Wölfe im Schafspelz, in dem Sinn, dass man ihnen nicht auf den ersten Blick ihre Intentionen ansieht, bevor sie dann Bettler nachts in den Straßen anzünden und Schläge an Immigrantinnen austeilen. Sie nutzen die Wurzeln des katalanischen Konfliktes aus, um Hass auf Linke zu schüren und auch auf die Katalanen, um einen internen Konflikt zu provozieren und davon zu profitieren. Unter ihnen haben einige, gemeinsam mit Führern mit einem offenkundigen Verlangen nach Bekanntheit und Macht, allmählich Praktiken des italienischen und des griechischen Faschismus adaptiert, die sich bewährt haben. Praktiken, die sich eignen, bestimmte Teile der Ideologie zu verstecken und über andere, leichter zugängliche Teile ihren Diskurs einzubringen. Also den sozialen Diskurs zu infiltrieren, um auf verwerfliche Art die Misere und das Unglück der Menschen auszunutzen. Sie übernehmen typische Praktiken, die traditionell eher mit sozialen Bewegungen verbunden sind, wie zum Beispiel die Besetzung. Einige der alten rechten Parteien errangen vor einigen Jahren relative Wahlerfolge, bei denen sie einige Stadtratssitze in Bezirken erhielten. Diese Parteien bestehen hauptsächlich aus ultrarechten Veteranen der 80er und 90er Jahre, jetzt recycelt in Anzügen und mit Krawatte. Dennoch scheint es so, als würden sich diese Parteien im Vergleich zu den vorher genannten Gruppen auf dem absteigenden Ast befinden. Formados principalmente por veteranos ultras. Weniger auffällig ist dabei das Aufkommen neuer politischer Formen unter dem Deckmantel der Krise der Politik. Sogar mit Abgeordneten oder in Institutionen, die ideologisch vielschichtig sind, haben ehemalige Phalangisten, ehemalige Ultrarechte es geschafft, nach und nach ihren Diskurs einzuführen, also den patriotischen, ultrakatholischen Diskurs. Incluso con diputados o con representación institucional en la que se ubican espectros ideológicos muy diversos y en la que se han aprovechado antiguos falangistas, antiguos. Sie haben diesen Diskurs losgelöst von den Konnotationen der vergangenen Zeit, ihn erneuert und vor allem scheinbar normalisiert, sodass ihn ein guter Teil der Bevölkerung und der Eliten angenommen hat. Ultrakatholiken haben wirklich eine permanente Präsenz in allen nationalen Bereichen, teilweise sogar mit einem bedeutenden Einfluss im Hintergrund. Y de la élite también,
han adoptado para sí. En realidad, ultracatólicos han tenido una permanente presencia en todos los ámbitos nacionales, incluso con notable influencia en ocasiones en la sombra. Pero quizás más que el peligro de un auge inminente de algún grupo ultraderechista. Aber viel gefährlicher als der unmittelbare Aufstieg irgendeiner dieser ultrarechten Gruppen ist genau diese Normalisierung des patriotischen Diskurses bzw. jenes Diskurses, der mit der extremen Rechten in Verbindung steht, dies aber in der aktuellen Situation gut verbergen kann. Also die Normalisierung in einem guten Teil der Gesellschaft. Pues esa normalización entre buena parte de la sociedad. Es decir, ahora mismo nos enfrentamos a un fascismo que intenta dar una cara amable. Das heißt, dass wir heutzutage einem Faschismus gegenüberstehen, der versucht, ein freundliches Gesicht zu zeigen, der versucht, sich einem Facelifting zu unterziehen. Und gleichzeitig ist er noch der alte Faschismus mit seinen alten Formen, wie Hetzjagden auf Linke, Migranten, Minderheiten oder Menschen, die sich gegen das System stellen oder kritisch sind. Und diese neue Form, dieses Facelifting, bedeutet für uns jede Menge Widersprüche, weil wir nicht genau wissen, wo wir anfangen sollen. Ich glaube, dass das grundsätzliche Problem ist, nicht zu wissen, wie man dieses Problem angehen kann. Muchas contradicciones en el sentido de que no se sabe muy bien por dónde tirar ahora y hay mucha ahí la problema yo creo que básicamente es eso es no saber por dónde. Ich denke auch, dass wir selbst den antifaschistischen Kampf in dieser Form verstehen lernen müssen. Dass es vielleicht nicht nur die Arbeit auf der Straße oder die direkte physische Konfrontation mit den Rechten ist, sondern auch die Arbeit Tag für Tag in den Vierteln und das Aufbauen einer Volksbewegung, die das alles zusammenhält. Es gibt das Beispiel aus Sabadell, von dem immer einer unserer Genossen spricht. Und ich glaube, das macht es gut verständlich. Also ein Vorfall, den es in Sabadell, einer Stadt in Katalonien, gab. 40 Neonazis haben ein Bauernhaus umstellt. Und die Bewohner des Landhauses konnten sich nicht alleine wehren. Aber sie hatten aus dem Landhaus heraus eine starke Zivilgesellschaft in dem Viertel aufgebaut. Also sind die BewohnerInnen des Viertels, der Nachbar, die Tabakverkäuferin, alle rausgekommen, um das Landhaus zu verteidigen und die Nazis, na klar, die konnten nichts dagegen machen, gegen das eigene Volk, das sie rausgeschmissen hat. Und ich glaube, das ist die Lösung. Okay, wir dürfen sie nicht gewähren lassen, aber auch das Volk muss verstehen, dass sie sie auch nicht gewähren lassen dürfen. Pero también hacer entender al pueblo que no puede también ellos dejarles avanzar. Im Jahr 2017 reisten wir nach Madrid, um am Gedenken an Carlos Palomino teilzunehmen, es mit der Kamera festzuhalten und mit seinen GenossInnen über den Mord an Carlos zu sprechen. Das Bild, das uns die GenossInnen von Spanien, von Kastilien, Katalonien und dem Baskenland zeichneten, war jedoch weitaus komplexer. Man kann nicht von faschistischer Gewalt in Spanien sprechen, ohne von Spaniens faschistischer Geschichte zu sprechen und von der Kontinuität, die diese bis in die heutige Zeit aufweist. Und um zu verstehen, wie bedrohlich neue rechte Bewegungen sind, muss man verstehen, dass der neue Faschismus der alte Faschismus mit freundlichem Gesicht ist und sich eine Normalisierung faschistischer Tendenzen in der heutigen Gesellschaft vollzieht. In Spanien, in Deutschland, in Frankreich, Italien, den USA, Brasilien, nahezu auf dem gesamten Globus. Die faschistischen Parteien und Gruppierungen der verschiedenen Länder gewinnen nicht nur national immer mehr an Stärke, sondern sind heute weitaus besser untereinander vernetzt, als es die internationale Linke ist. Unweigerlich stellt sich die Frage, wie lange wir dem noch zusehen wollen und was eigentlich noch passieren muss, damit sich die Menschen entschieden vom rechten Gedankengut abgrenzen, das Einzug in unsere Gesellschaft hält. Es ist wichtig zu begreifen, dass wir dem Faschismus gemeinsam etwas entgegensetzen müssen. Dass wir gemeinsam kämpfen, gedenken und uns den FaschistInnen in den Weg stellen müssen. Es muss klar werden, dass Faschismus nicht freundlich und nicht gemäßigt sein kann und faschistische Gewalt muss als solche benannt werden. Die Morde an Carlos. Clement. Heather. Silvio. Iván.
Pablos. Dax. Können nicht als Einzelfälle betrachtet werden. Denn die physische Vernichtung des Gegners ist der faschistischen Ideologie zu eigen. Wir müssen das Erstarken rechter Kräfte stoppen, hier und überall. Für uns ist es sehr wichtig, nach draußen zu schauen und nicht nur nach innen. Also unsere direkte Umgebung zu berücksichtigen, aber auch zu verstehen, dass das alles viel komplexer ist. Das heißt, der Faschismus betrifft nicht nur Madrid. Er betrifft Segovia, Gonca, Barcelona, Valencia, Paris, Berlin, Athen. Er betrifft alles, nicht wahr? Es ist wichtig, die Dynamiken außerhalb unserer Stadt nachzuvollziehen, um verstehen zu können, wie neue Dynamiken auch in unserer Stadt entstehen können. Und auch zu verstehen, welche Fehler es gibt, welche Irrtümer. Das heißt, je mehr Informationen und Kommunikation vorhanden sind, umso mehr können wir lernen. Also wenn jemand in Athen einen Fehler macht, dann können wir aus diesem Fehler lernen, wenn wir den Fehler oder die Strategie oder die Aktion verstehen. Falls es diese Kommunikation nicht gibt und wir nur uns selbst betrachten, dann werden wir nichts lernen, sondern genau das Gegenteil von Lernen erreichen, nämlich Fehler machen, die schon gemacht worden sind und nicht vorankommen. Und außerdem sind wir zusammen stärker. Man kann sagen, dass der Faschismus dazu tendiert, sich global zu vernetzen, denn er ist ein globales Werkzeug des Kapitalismus. Und so wie der Kapitalismus global agiert, so tut es auch der Faschismus und dementsprechend muss man auch die Geopolitik in diesem Punkt verstehen. Und dieser Punkt ist der Internationalismus. Natürlich werde ich mich nicht in die Arbeit in einer Stadt oder einem Dorf einmischen, das nicht meins ist und das ich nicht verstehe, wo ich die Problematik nicht aus erster Hand verstehe. Aber ich werde versuchen, nun ja, aus ihren Erfahrungen zu lernen. Es ist auch deshalb wichtig, weil du manchmal nicht in Betracht ziehst, dass es einen Haufen Menschen aus vielen verschiedenen Ländern gibt, denen das Gleiche passierte und passiert, was dir passiert ist. Auch auf dem psychologischen Level ist es wichtig, in dem Moment, in dem du deinen Sohn verlierst, einen Bruder, einen Freund, einen Genossen, einfach nur für das, was er macht, das Gleiche, was du machst. In Carlos' Fall waren an dem Tag 200 Antifas in der Metro. Es hätte jeden treffen können. Das bleibt in deinem Kopf und in deiner Erinnerung. Also ist es auch wichtig, sich wiederzusehen, dass die Mütter eine seelische Unterstützung untereinander finden, sich organisieren. Und ich glaube, es ist auch wichtig, das zu artikulieren, eine einheitliche Antwort zu finden. Die Formen, mit denen der Faschismus sich durchsetzt, sind vielfältig, abhängig vom Kontext der Situation und nicht zuletzt dem Ort. Das Ende ist das Gleiche. Es ist das Schlussmachen mit der ganzen Welt, die anders als sie denkt. Deshalb ist eine Koordination wichtig und ich glaube und will, dass sich das von hier an fortsetzt und ein Kommunikationsnetz ausgebildet wird zwischen verschiedenen Antifaschistinnen, verschiedenen Völkern, um mit den Toten als verbindendes Element ihr Gedenken zu begehen, damit ihr Tod nicht umsonst gewesen ist. Con los muertos como enlace, también para rendirles homenaje que su muerte no haya sido en vano. Das, was wir machen müssen, ist, den Kampf auszuweiten und zu internationalisieren, weil das, was uns geschieht, geschieht in vielen anderen kapitalistischen Ländern auch. Dieses Vorgehen ist den bürgerlichen Demokratien und kapitalistischen Staaten zu eigen. Und das, was wir ausweiten müssen, ist die Solidarität und zu organisieren, zu vernetzen und unsere eigenen Beziehungen aufzubauen, wie wir es jetzt gerade tun. Wir müssen unsere eigenen Medien haben, damit unsere Erzählung Einzug in die Gesellschaft hält, und organisiert sein, um Aktionen zu machen, die die Mächtigen schwächen und bloßstellen, sowie den Kampf weiterführen. Los moros que trajo Franco en Madrid quiere entrar, mientras quiere. Es geht um schwere Tage und es freut uns immer zu sehen, wie viele Leute sich zusammenschließen zu diesen Themen und dass es weitergeht oder immer besser wird. Also, no pasarán.
O sea, no pasarán. No pasarán. Aunque me tiré en el puente y también la pasarela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. Me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. No pasarán, no pasarán.